So. Ja, der Witzel hat mich heute zu sich eingeladen. Mal schauen, was er so von mir will. Oh, schönes Haus. Na gut. Komm, mach auf. Oh, servus, du bist ja eigentlich da. Komm rein. So, und zwar habe ich dich eingeladen, weil wir kochen wollen mit Max. Für dich heute. Naja, im Grunde, Max ist gerade aufs Klo. Nee, stimmt schon, der ist gerade kurz aufs Klo. Deswegen erzähle ich es mal selber. Im Grunde wollten wir ein Kräuterbaguette machen, selbst gemacht. Danach wollten wir eine Tippmate-Platte machen. Du, Das ist du. eine Überraschung für dich, du Vegetarier. Oh, da ist sogar Max! Nee, Spaß. Hallo. Ja, wir machen eine Tippmate-Platte. Was da drauf kommt, wirst du dann schon sehen. Ist so eine Überraschung für dich, weil du ja kein Fleisch isst. Jedoch esse ich Fleisch, also werden heute auch Steaks gemacht. Ja, gebraten. Habe hier so ein paar nette Steaks. Und dann machen wir noch. Max macht eine Soße. Wir schneiden die Champignons. Das sind echt riesen Champignons, das ist der Wahnsinn. Und ja, wir fangen einfach an. Das ist für die Tippmate-Platte. Schneiden wir so ein bisschen klein, sag ich jetzt mal. So, ja. Reicht. Die werden ja noch kleiner, weil sie gebraten werden. Und das tun wir jetzt mal in das Tellerchen. Und die Platte ist. Wir brauchen noch Käse. Das mache ich mal. So ein Teil. Ich habe jetzt total unprofessionell. Emmentaler. So ein ganzes Stück. Naja, im Grunde macht ihr das einfach die ganze Zeit. Ihr könnt sowas auch kochen, ist ganz einfach und ganz lecker. Dann würde ich sagen, wir brauchen noch einen Topf. Und das sind Töpfe. Töpfe! Tippmate-Töpfe! Tippmate-Töpfe. Großen Topf. Das Problem an diesen Töpfen ist, die brauchen ziemlich lange, um warm zu werden. So. Du hast doch nichts gegen Tomaten, oder? Nö. Er ist verdammter Vegetarier. Was soll er gegen Tomaten haben? Also wir haben hier auch ein paar Hähnchen, Minuten, Schnitzel. Keine Angst. Alles vegetarisch. Ein paar Steaks. Ja. Dann machen wir den Herd auch an. Und warten, dass das Wasser anfängt zu kochen. Ein bisschen mehr können wir eigentlich schon reintun. Und wir haben ziemlich viele Kartoffeln. Die TTT. Platte, Tipp mit Platte. Eigentlich ist das eine Kartoffelplatte. Und wie wir das machen, zeige ich dir. Wir nehmen erstmal so ein Gelenk. Den Rest tun wir dann gleich raus. So, ja. Und so, das Wasser kocht jetzt bereits fast. Und während es anfängt zu kochen, machen wir mal das Blech bereit. Natürlich brauchen wir Backpapier. Ja, Max, was machst du denn da? Ich schneide hier die Zwiebeln für die Rahmsoße, die ich dann für die Kartoffeln und fürs Fleisch mache. Ja, ich hoffe jetzt mal, ich werde hier nicht gleich heulen wie ein kleines. Oder was musst du noch machen, wenn du die Zwiebeln geschnitten hast? Nachdem ich die Zwiebeln geschnitten habe, werde ich die im Fett dann andünsten. Also kommt dann da hinten, habe ich so einen kleinen Topf schon vorbereitet, wo die dann reinkommen. Wenn sie dann angedünstet, bis sie glasig sind, dann kommt der Speck dazu. Im Grunde dann schon die Sahne und dann muss ich nur noch einrühren. Also, ja. Das Wasser kocht. Ich nehme mir mein Hilfsmittel. Und zwar nämlich so ein Ding, weil ich nicht irre bin und da jetzt nicht die reinklumpsen lassen will. Und dann kommt eine Kartoffel nach der anderen und sie müssen gekocht werden. Erstmal. Normalerweise nimmt man Kartoffeln in der gleichen Größe, damit sie gleich schnell kochen. Aber ich mache jetzt mal. Oh, das war scheiße. Das ist recht viel Wasser, dann nehmen wir es. Ja, im Grunde müssen wir jetzt die Kartoffeln kochen lassen. Erzähl uns so lange mal eine schöne Geschichte. Ah, in meinem Laden, was heißt in meinem, dort wo ich arbeite. Ey, ich dachte, ich bringe mich heute raum. Da kam eine Kundin zu mir und meinte am Anfang, ja, ich suche, was ist der Anzünder für Grillkohle. Erzählt sie mir ihre Story. Ich habe Brickets gekauft und ich weiß nicht, ob ich Kohle nehmen soll oder Brickets. Natürlich muss ich mir alles anhören.
Und dann fragt er mich ernsthaft, was denken Sie, womit ich kochen kann? Womit ich grillen kann? Und ich so, ja, das müssen Sie entscheiden. Das hängt davon ab, wie du grillst. Und, na, okay, dachte mir. Sie so, ja, danke schön. Hab ihr noch gezeigt, wo Spiritus und Anzünder ist. Und dann kommt sie, halbe Stunde später, immer noch im Laden. Ja, noch eine Frage. Ich suche Grillkäse. Ich zeige ihr, wo Grillkäse ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich Grillkäse, normalen Käse, Schafskäse oder gewürfelten Käse verwenden soll. Was denken Sie? Ich so, kommt auch an, was Sie machen. Erzählt sie mir ihre Geschichte. Ja, ich will einen Spieß mit Auberginen, Zwiebeln, Tomaten und Käse machen. Dann gebe ich ihr so Käsewürstchen, die wir im Angebot haben, in die Hand. Die schaut mich an. Sind das Würstchen? Nein, das, sind das ist Käse in Form einer Wurst und dann können Sie auch spießen und dann haben Sie Käse da drauf. Den können Sie auch in Stückchen schneiden. Okay, übrigens, Schafskäse schmilzt nicht so, so schnell, deswegen können Sie dann Schafskäse auch in Stückchen schneiden. Grillkäse können Sie aber auch in Stückchen schneiden. Okay, ich nehme den Schafskäse. Oder doch die Würstchen. Und dann geht's hin. Okay, ich nehme den Grillkäse. Das hätte sie nicht von Anfang nehmen können. So, jetzt ist eine halbe Stunde. Schauen wir mal, ob die Kartoffeln fertig sind. Ich bezweifle es, aber ja, sind halb durch. Aber das reicht uns nicht. Ich will gescheit bekommen. Die Kleinen sind schon durch. Ich schliche mal rein. Wenn es durchgeht wie durch Butter, dann passt es. Wenn es etwas schwieriger wird, dann auch nicht. Aber eine halbe Stunde ist schon lang, aber naja. Dann kommen wir nochmal in 15 Minuten. So, jetzt sind wir hier wieder nach 45 Minuten. Und ja, jetzt sind die Kartoffeln hoffentlich mal fertig. Schauen wir mal. Ja, geht durch wie Butter. Das passt. Da kommen die Kartoffeln so raus einfach. Und die Hand sind. Immer gut aufpassen, Kinder. Das ist sehr gefährlich, was der liebe... Genau, ihr sollt echt aufpassen. Das ist echt heiß. Der liebe Herr Natsu da so macht. Ist echt heiß und... Vor allem sollt ihr aufpassen wegen dem Dampf, wenn ihr das Wasser rausschüttet. Ja, das kann wehtun. Ich habe schon öfters an Wasserdampf verbrannt. Habe ich auch eine Narbe an der Hand. So. Ja. Das ist die Hier ist eine kleine Narbe. Willst du die Champignons machen oder soll ich sie? Die Champignons anbraten? Ja. Okay, dafür nehmen wir eine kleinere Pfanne, aber da machen wir ein bisschen rein. Dann verteilt er sich. Wobei ich normalerweise meine Champignons im Fett nahezu schwimmen lasse. Nicht so schön gut. Mega gesund. Nein, ja, gesund ist es, aber die schmecken. Ja, gesund ist es. Ja. Aber die schmecken halt richtig geil dann. Dann gucken wir uns rein. Dann teilt sie ein bisschen. Natürlich eigentlich nicht mit der Hand. So, den Teller tun wir wieder zurück. Wir schneiden zwei Baguettes auf. Das kannst du ja mal machen, du schon. Bei Champignons gibt es nichts, da müsst ihr einfach das Fett warm werden lassen. Und es gibt dazu nichts zu sagen. Max kann ja erklären, was man beim Baguette beachten muss. Beim Baguette, dass man nicht komplett durchschneidet, sondern dass man so aufklappen kann, wenn ich es richtig schneide. dass man dann schön die Knoblauchbutter, die ich hier schon habe, darauf verteilen kann. Ah. Warum jetzt beim Baguette muss man auf eine Sache achten, die Max jetzt nicht weiß, weil ich habe es ja gekauft. Und zwar, normalerweise werden die Baguettes in den Läden knusprig gemacht. Jetzt hat es bei diesem Baguette so, dass es noch weich ist. Es wurde frisch gebacken, und zwar weich gebacken, damit wir daraus ein Kräuterbaguette machen können. Da bin ich einfach zu meinen Kollegen gegangen. Ich hätte ja auch in den Laden, die selber ihr Brot backen. Könnt ihr dann hingehen und sagen, ja, ich würde gerne es halb durch haben. Also, ja. Und dann, glaube ich, sollte es kein Problem sein. Wir haben jetzt auch die Kräuterbutter draußen liegen lassen, damit sie nicht weicher wird. Und nicht zu sparsam sein. Es soll ja, das kommt auch an, geschmacksintensiv sein. Genau. Und wenn, dann sollen alle gleich nach Knoblauch stinken. Ah, also, machen wir es auch mit dem Deckel zu. Ich habe es gut. Ich habe wenigstens. Einfach damit es nicht rumspritzt. Das habe ich auch gemacht, damit es nicht rumspritzt. Wir haben 9 Stufen bei uns am Herd. Ich habe es auf 6,5 getan. Damit sie einfach nicht verbrennen. Und ja, jetzt warten wir und dann. Man hat mir noch geraten, man könnte es, wenn man grillt, könnte man das Baguette in Stücke schneiden, kleine Häppchen, dann es mit Kräuterbutter einschmieren oben und auf den Grill legen. Dann wäre es genau derselbe Effekt. Nur dann wären es halt Stückchen
die man dann zum Fleisch essen und die Soße vom Teller zu schmieren. Der Standard. So, schauen wir nach dem Champignon. Ich möchte mal wissen, wie oft du das mit Soße in den Kopf verwenden. Sieht schon recht gut aus. Bei den Champignons erkennt man, wenn sie fertig sind, wenn sie so eine gelbliche Farbe haben, so goldig. Hier, so. Hier sind sie noch weiß, so bringen wir sie jetzt rum. Champignons werden natürlich auch kleiner, das müsst ihr beachten. Nicht, dass ihr sie zu klein schneidet und dann werden sie winzig. Dann verteilt man das. Also ich tue es immer, so werden die Mitte zwar. Einfach nur, damit sie schön jedes einzelne sich andreht. Den Backofen können wir schon mal vorheizen. So. Dann machen wir. Machen wir Licht kurz an. So. Wir machen auf. Ich bin der Fan Umluft. Man kann noch Ober-Unterhitze machen, dauert halt länger, aber ich mache Umluft. Ist dann so ein Ventilatorzeichen. Und zum Vorheizen benutzt man standardmäßig 200 Grad und schraubt es dann auf 180 runter. Sehen zwar ein bisschen, sage ich jetzt mal, es sieht so aus, schwarz aus, würde ich sagen, verkohlt, aber das stimmt nicht. So schön geht es ja gerade. Schauen wir mal. So. Ja, sieht ganz gut aus. Das Meeresgold hier passt. Das tun wir dann alles direkt aus der Pfanne. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr so alles auf einen Teller, dann nehmen wir diesen wieder. Wenn ihr so alles runter tut, einfach schieben, dann tut ihr auch das Fett in den Teller. Das möchten wir ja nicht, also vorsichtig dann nach runter tropfen. Mhm. Es dauert länger, ist mühsam dann jeden einzelnen Champignon herauszubringen. Aber dafür habt ihr kein unnötiges Fett auf dem Teller und vor allem nicht auf der Trouble in Tippettplatte. Zwiebeln tun wir keine in den Kartoffeln. Die brauchst du für deine Soße wahrscheinlich, oder? Ja. Genau. Ihr könnt Zwiebeln, normalerweise könnt ihr sie in der Pfanne noch machen oder einfach so reintun, Zwiebel, auch Scheiben. Das schmeckt ganz gut. Jedoch bin ich kein Zwiebelfan, aber ihr könnt es gerne machen. Ihr könnt da viele Sachen reintun, was ihr wollt, Varianten und sonst was. Vielleicht fällt Max noch ein, was man drauf tun kann. Oh, ja, gleich. So, wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht wieder mal. Ich fange jetzt mit meiner Soße an. Dazu gebe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen, gebe ich noch ein bisschen Kräuterbutter in die Pfanne, einfach dass die Zwiebeln schön anschwitzen können und dass das einfach noch mal ein bisschen Geschmack hat, die Soße. Dann stelle ich mal auf, ja gut, jetzt machen wir das schnell geht. Ich würde es runterstellen, weil es wirklich, du machst auf 6, das reicht auch. Okay, gut, dann auf 6. Da habe ich mir noch einen Kochlöffel bereitgestellt, also bereitgelegt, und jetzt brauche ich nur eine Zwiebel. Ja, und jetzt warten wir kurz, bis das Fett dann sich aufgelöst hat. So, währenddessen schalten wir zu Vitalis News. Nein, Spaß. Wir haben jetzt hier Champignons, Kartoffeln drin, aber das ist noch nicht alles. Unser Gast, wie viele Tomaten willst du? Viele oder wenig? Alle. Alles klar, das heißt, die ganze Platte hätten wir vorher Tomaten drauf tun müssen. Das hängt halt von euch ab, was ihr für Liebhaber seid. Wie gesagt, ihr könnt auch so Speckwürfel, Baconwürfel könnt ihr da nehmen. Irgendwas, was euch gerade da einfällt. Haut Tomaten rein, die geben noch ein wenig Feuchtigkeit und sind ja fruchtig. Also Feuchtigkeit kommt noch drauf, fruchtig. Das erzähle ich dann später. Wie gesagt, ihr könnt reinhauen, was ihr wollt. Es muss halt teilweise schon fertig sein, weil das Blech dann nicht lange im Backofen bleibt, weil alles ja im Grunde schon fertig ist. Und so, dann hauen wir sie rein, verschieben wir sie so ein bisschen. Macht ihr schön. Ihr könnt es ja mitarbeiten. So. Ihr macht jetzt genau dieselben Bewegungen, einfach so vor euch. Dieses auf Wegschieben, Tomate hin und wieder zurückschieben. So. Einfach, dass ihr diese Routine kriegt. Genau, einfach die Bewegungen nachmachen. Vorher im PC. Eure Eltern werden sicherlich nicht denken, eure Freunde werden nicht denken, dass ihr psychisch gestört seid. So, jetzt schalten wir zu dir, Max. Und ich gebe jetzt die Zwiebeln zu. Ab ins Studio. Als genug ist, jetzt kann man da die Zwiebeln schön reintun, auch wenn es zu viele sind. Ja, soll ja nicht die ganze Soße aus Zwiebeln bestehen, nur. Oh, dieser Duft. So, das passt jetzt erstmal so. Wenn wir Geruchs-YouTube hätten. Ja, das wäre so toll. Dann könnten die dasselbe erleben, aber das können sie erleben, wenn sie es selber mal machen. Und jetzt hat, während Max die Zwiebeln macht, gehen wir zum Gewürzschrank. Und Stefan zeigt auf 2
Vorsicht, Kopf einfach unten drunter. Genau. Stefan zeigt auf zwei Gewürze, die er sich aussucht jetzt hat. Und die tun wir rein. Ihr könnt alles Mögliche reintun, was euch schmeckt. Natürlich nimmt er sein Lieblingsgewürz. Was ist es? Kümmel. Okay, und noch eins. Wähl dir noch eins aus. Das kommt aber dann bitte nur an sein Eck. Ja. Oh, perfekt. Kopf runter. Knoblauchflocken. So. Zu dem Ganzen kommt jetzt, was wichtig ist. Ihr könnt normales Salz verwenden. Jedoch, unser Profi, der uns diese Platte damals vorgestellt hat, der Federico, vielleicht Fede, wollte Meeressalz, weil es viel besser schmeckt. Besser. Wie besser schmeckt. Es schmeckt einfach wirklich besser. Da ist ein Knochen. Den müsst ihr nicht kaputt machen. So. Das schmeckt wirklich einfach intensiver. Ist salziger. Man glaubt es ja nicht, aber Salz kann salziger werden. So. Und dann braucht man auch gar nicht sparen. Da tut man wirklich viel Salz drauf. Dann nimmt man Kümmel, wirklich. Naja. Kannst du ja an seinem Eck kümmern. Nee, kein Problem. Er hat sich ausgesucht, dann mach mal. Ich mag auch Kümmel. So. Das schmeckt jetzt wunderbar, glaubt ihr? Das schmeckt jetzt wunderbar nach Kümmel. Weil Kümmel kein, nicht gerade eins von den sehr sanften. Ja, ich weiß es. Aber das Öl reicht's auch raus. Ich hab dabei auch nicht gespart. So. Bei mir, die Zwiebeln werden schon glasig mittlerweile, aber ich würde sie noch ein wenig lassen, einfach dass sie schön weich sind, dass sie keinen von euch stören. Dass sie auch in der Soße dann an sich nicht stören. Deswegen. Sieht schon gut aus. Im Grunde sieht so die fertige, im Grunde noch nicht gebacken, sieht so die Platte dann aus. Abhängig davon, was ihr reintut natürlich, kann sie auch ein bisschen rote Punkte haben, von euren Baconwürfeln oder Schinkenwürfeln. So. Und jetzt halt würde ich das Blech schon mal reintun, wenn mir Max... Ja, ich habe die Zwiebeln nützlich, so ganz leicht rutschig. Normalerweise braucht man zwei Handschuhe, ich habe nur einen. Aber wir haben hier drin noch ein wundervolles... Braucht man nicht. Handtuch. Vorsicht. Mein Backofen hat extra... Ups. Einfach Umluft, oben, unten, gleicher Hitz. Passt. Und jetzt hat auch 180. Zwei Punkte zurück. Jetzt warten wir und währenddessen können wir ja schon mal die Steaks rausholen, wenn es dann mit seiner Soße fertig ist. Das dauert nicht mehr lang. Ich gebe jetzt den Speck noch dazu. Und ein wenig Fleisch muss schon sein. Wir nehmen Moment, hier eine Gabel. Zuerst nehmen wir. Die Verpackung sieht nicht so schön aus. Ich habe sie gestern schon gegessen, diese Schweinenackensteaks mariniert XXL-Packung bei einem Angebot. Also gibt es nicht immer. Ja. Nein. Ja, das dürft ihr ja nicht sehen, Werbung und so. Nee, wir waren da 1,3 Kilo, 6,17 Euro, 10 Steaks, ziemlich billig. Wie ich weiß, ist es sehr schlecht, wenn man in die Steaks reinsticht, weil dann haben sie Sagen. Auch beim Grillen und beim Braten werden sie dann trocken. Deswegen will ich es einfach mit der Hand rausnehmen. Ein Steak. Leg es dahin. Das ist das Fett vielleicht erstmal heiß werden lassen. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich habe nur gute Ideen. So. Wenn das Fett heiß ist, und ihr merkt, das blubbert schon so ein bisschen, nachdem ich die Steaks reingelegt habe, müsst ihr unbedingt die Stärke runterschrauben. Einfach, sie werden zwar schneller fertig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch sind, ist gering. Sie werden hauptsächlich dann an der Oberfläche schwarz. Deswegen macht ihr die Stärke runter. Dann brauchen sie etwas länger, aber dann werden sie nicht schwarz an der Oberfläche. So. Und währenddessen, da man ja sowieso wartet, kann man ein bisschen noch aufräumen. Vorbildlich. Ja. Ordnung muss sein hier, ne? Ja, also aufräumen muss man sowieso, entweder zwingen einen die Eltern dazu oder wenn man alleine lebt, dann muss man selber machen. So. Ich benutze hier jetzt Sahne, sieht man nicht, zum Kochen, zu sehr fettarm, weil ja, der Rest ist schon sehr fettreich, deswegen ja. Und das damit gieße ich jetzt dann da auf.
Ich hab nur so einfach die Sahne dazu. Dürfte auch gut reinhauen, weil soll ja eine schöne Soße werden. Und die Soße, wenn ihr sie nicht komplett aufbraucht zum Kochen, dann macht euch da kein Ding Kopf drüber. Ihr könnt da einfach dann noch Nudeln zum Beispiel dazu machen, dann ist das genauso gut. Also das Ganze reicht jetzt, wir haben einen halben Sack Kartoffeln genommen, 5 Steaks, das reicht ohne Probleme, so ein 2 Packungen Soße, reicht ohne Probleme für etwa 5 Leute. Minimum. Die Soße muss jetzt ein bisschen kochen und ein bisschen einreduzieren, dass sie noch schön soßig halt wird, dass sie halt dicker wird, noch ein bisschen eindick. Deswegen kocht sie jetzt halt ein bisschen, dann haut sich hin. Dann gibt nochmal der Speck eben seinen Geschmack ein wenig an die Soße ab und am Schluss müssen wir dann einfach nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer hin tun und abschmecken. Und eigentlich ist es dann sehr simpel. Es ist sehr simpel und schmeckt gut. Ich habe das schon öfters gemacht. Jetzt dreht ihr die Steaks um. Wahrscheinlich sind sie nicht fertig nach ein paar Minuten. Vorsicht. Nein, sind sie nicht, aber ich drehe sie immer wieder mal gerne um. Einfach zweimal. Sie jetzt halt einmal und dann an die andere Seite zum Deckel. Eiweiß. Ja, das ist nichts Schlimmes. So. Und dann warte ich einfach noch, bis sie fertig sind. Deswegen einen Löffel abkochen. Stopp, jetzt halt nochmal. Hast du das wohl gerade nicht? Oh mein Gott, da fehlt noch Salz und Pfeffer. Nein, es fehlt noch an allem, weil ich, wie gesagt, noch nicht wirklich Würze hingetan habe. Deswegen nehmen wir uns mal das Salz. So rein, weil es wirklich vertragen kann. Und ich hau da mal ganz gut rein, einfach, dass alles ein wenig am Geschmack noch kriegt. So, und zwar holen wir jetzt schon mal die Platte raus. Das macht es kurz weg, weil man ja noch ein bisschen würzen muss. Vorsicht. Max, du kannst schon mal das zweite Blech vorbereiten. Hier das Kräuterbutter. Da tun wir, damit der Tisch nicht daran leidet, einfach ein paar Holzringe. Ja, das muss ich alles da hinten. Alles ganz anderes Ende der Küche. So sieht's dann aus. Fertig. Und da sieht man ein bisschen so da unten die Tomaten. So wie sie schon so ein bisschen grinsen, sag ich mal, backen. Und der Käse geschmolzen. Und oh. Wir haben die Baguettes jetzt geschnitten in solche Hälfte, damit sie in den Ofen reinpassen. Sonst passen sie ja nicht rein. So, und dann nehmen wir wieder unseren Handschuh. Wo sind die Löcher? Diesmal sind die auf dieser Seite. Ja. Das ist im Grunde egal, wo das Backblech ist. Also, Max muss jetzt zur Soße, sonst quillt sie schon über. Ja, ich habe Angst, dass die vielleicht anbrennt. Das ist mein Problem. Ja, ist bestimmt. Ne? Also, weil, wenn, dann schon richtig, ne? Also, so ist das so richtig. Ja, das muss mit Gefühl umgewöhnt werden. Also, wir müssen jetzt schnell die Steaks raus tun, sonst werden die komplett schwarz geworden und das wollen wir nicht. Jetzt sehen sie so, ja, bräunlich aus hier. Bisschen schwarz, ja. Sind aber dafür wirklich gut durch. Das muss jeder für sich so entscheiden. Ihr könnt es auch halbblutig machen. So, da holen wir uns noch jetzt die restlichen. So, so sieht's aus. Sieht komisch aus, aber Vorsicht. Wohin legen wir das? Genau die Kette. Ups, heiß. Dann nehmt ihr so. Das Blech ist gar nicht mehr heiß, ein bisschen warm, aber nicht mehr heiß. Unten will ich es immer noch nicht anfassen. Deswegen tun wir es aufs Glasding. Das platscht schon nicht. Und du? Ich erinnere nur noch daran, wie wir mal einmal die Kohle auf den Teller getan haben, wo der Teller einfach explodiert ist. Good old times. So. Damit sind wir dann jetzt auch fertig. Natürlich den Herd vergessen auszuschalten. Heiß. Sieht ganz gut aus und kommt billig. So. Und ist selbst gemacht. Unsere Schnitzel nenne ich es mal rein. Sind auch schon fertig. Ah,
Ja, ja, wenn man denkt, die Küche war vorher sauber, jetzt ist voll der Saustall. Machen wir mal. Top. Und cut. So, wir haben jetzt hier unsere Testperson, Eddie. Hallo. So, und wir haben auch hier meinen Teller vorbereitet. Ja, schön so. Aus. Genau, wir haben es auch schön versucht darzustellen. Natürlich. Wo sind meine Kräuter? Deine Kräuter? Oh, 10 weiter. Gut, ich erkläre dir mal, was es ist. Mhm. Wir fangen mit dem Fleisch an. Das ist ein Hähnchensteak, ein Stück. Und zwar mit Knoblauch und Pfeffer. Das ist ein Paprika-Nackensteak. Das ist ein selbstgemachtes Knoblauchbrot. Kräuterbutterbrot eigentlich. Selbstgemacht. Und das ist die Trouble in Tipmate-Platte. Mit Soße. So, mit Soße von unserem Chefkoch Reliro. Chefkoch. So, und jetzt darfst du es probieren und sagen, wie es dir schmeckt. Wir hoffen, es schmeckt. Es kommt so ein Trouble-Wirbel im Hintergrund. Das ist so total legendär. Ich finde es ist total legendär. Ja, das Fleisch ist sehr gut. Schön weich. Schmeckt schön nach Knoblauch. Was ist das für eine Soße nochmal? Also hier über den Kartoffeln? Das ist eine Rahmsoße mit Schinken und Zwiebeln. Ich habe jetzt nicht so viel drauf, weil ich nicht wusste, ob es dir so gut schmeckt, die Soße, aber ich kann zur Not noch was drauf tun. Nicht nötig, wir wollen hier ja nicht, dass ich hier jetzt den ganzen Raum zustinke. Ach, wir doch dann auch. Ja, schmeckt sehr gut. Das ist, das ist ein ganz normales Steak, oder? Ja, ein ganz normales Nackensteak. Lustig ist gut. Ja, es schmeckt sehr gut. Mich würde jetzt noch eine Frage interessieren, die wahrscheinlich jeder interessiert. Und zwar das Knoblauchbrot, weil es ja selbstgemacht ist. Ein Knoblauchbrot, ein Kräuterbrot, Baguette, kosten ja nicht viel. Also, es ist zwar mal ein paar Cent billiger, aber mich würde interessieren, was bevorzugst du? Das Tipmate-Brot oder das gekaufte? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also jetzt in dem Fall das gekaufte bevorzugen, einfach nur weil im gekauften viel mehr Butter drauf ist. Aber, da das Brot selber gemacht ist und gekauft vom Bäcker, wie auch immer, ist es umso weicher und schmeckt umso besser. Also ein bisschen mehr Butter und dann wäre es perfekt. Okay. Also mein persönlicher Geschmack. Viel drauf, ja. Für die Zuschauer, mehr Kräuterbutter. Mehr Kräuterbutter, Butter ist gut. Das nächste Mal 3 Stangen Kräuterbutter. Jetzt kannst du jetzt noch sowas sagen wie... Ja, und wir, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, wann ist mein nächster Termin, ne? Bei Essen, ja, sowas. So. Meine privaten Köche, ich lade euch gerne zu mir nach Hause ein. Ja, ihr könnt gerne bei mir kochen. 3-mal täglich, für umsonst. Den Saustall, den wir hinterlassen, räumst du dann halt wieder auf. Das ist kein Ding, das ist es wert, hallo? Jetzt zu essen wir. Ja. Ja, jetzt könnt ihr selber. Wir wollen nicht sagen, mich vergiften, aber... Wir sehen uns bei der nächsten Folge von... Also wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns beim Kochen zuzuschauen. Ja. Also ja, uns auch. Uns hat Spaß gemacht. Fall. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Folgen, die dann rauskommen. Und freuen auch uns auf eure Kommentare, die darunter dann stehen werden hoffentlich. Genau, lasst einfach Kommentare drunter, was wir kochen können, wie wir es kochen sollen und wenn ihr wünscht. Und wir werden uns aber in der Gruppe abwechseln, also es werden jetzt nicht die ganze Zeit nur Natsu und ich sein, sondern es wird auch mal jemand anders sein, auch mal unser Sora, den wir heute zum Essen eingeladen hatten. Und genau. Und diese Rubrik heißt Tipp mit Koch. Und wie gesagt, wir freuen uns wirklich, wenn ihr wieder kommt und einschaltet.